Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Heute gucken wir uns mal wieder einer meiner berühmten Dogs Magic Kisten an und was sich darin befindet, was uns erwartet und wie viel es möglicherweise am Ende wert ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Wie ihr bereits wisst, war ich in den letzten 50 Tagen etwa relativ inaktiv. Und das heißt aber nicht, dass ich gar nichts gemacht habe. Ich habe das Ding hier fertig sortiert. Das sind moderne Karten, kein Oldschool, nur Secret Rares tatsächlich, nur Monsterkarten. Allerdings Monsterkarten, nicht sortenrein, was ihre Beschwörungsart angeht. Das wird im späteren Verlauf nochmal sortiert, dann auch tatsächlich nach Ära und nach Beschwörungsart, was jetzt hier nicht der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt mal an, was sich darin befindet. Den Deckel kann man ja so easy peasy wegklappen. Ich habe auch alles oder sehr viel davon umhüllen müssen, weil ich ja sehr viele unterschiedliche Hersteller an Magnethalter habe. Ich habe ja Ultra Pro, BCW, Agero K oder wie die heißen, Dogs Magic und so weiter und so fort. Und ich wollte natürlich hier für die Box auch alles einheitlich haben, deswegen habe ich alles in Ultra Pro Magnethalter umgehüllt. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang, wir fangen an. Wir haben hier zweimal Regenbogen Kuribo. Eigentlich glaube ich viermal, da kommen nochmal zwei. Genau, sehr, sehr schöne Karte aus Legacy of the Valiant. Ist, wie ihr sehen könnt, ein etwas älteres Secret, zwar schon mit dem größeren Rahmen, sage ich mal, aber natürlich ohne glitzernde Sterne, ohne glitzerndes Attribut. Und die First Edition stand unter dem Bild, das heißt, das war noch vor der Pendelzeit, was wiederum bedeutet, so ja, Xyz Ära, würde ich mal sagen, Sechsel. Genau, da haben wir dann halt hier nochmal zwei Stück. Die Zustände der Karten sind natürlich wie gewohnt Niermint bis Mint. Einen von denen musste ich leider aussortieren, der hat einen minimalen silbernen Punkt. Regenbogen Kuribo geht nicht viel, ich glaube 2-3 Euro vielleicht, zumindest war es das letzte Mal so, als ich nachgesehen habe, da hatte ich mal einen verkauft. Dann schauen wir mal weiter, was haben wir noch? Genau, den kennen wir glaube ich schon aus ein paar anderen Videos, das ist der Leuchtfeuerkoloss. Da gab es auch einen entsprechenden, das ist was anderes, einen entsprechenden Misprint. Das sind natürlich nicht alle, die ich habe, da muss ich irgendwo anders noch welche haben. Ich habe glaube ich 7 oder 8 Stück von denen. Das ist jetzt das Playset, ihr seht, ich lege den hier mal weg, dass die beiden sich ein bisschen unterscheiden. Wir haben hier so einen Teil, der Kamen geblieben ist und hier ist wiederum alles Secret Rare. Ich weiß, wie im letzten Video auch, immer noch nicht so recht, welcher jetzt der Misprint ist und welcher nicht. Im letzten Video wurde es mir in den Kommentaren gesagt, aber ich habe es mal wieder vergessen. Aus Cosmo Blazer tatsächlich, einem Set, in dem halt leider Gottes vor allen Dingen die Ghost Rare, aber auch Secret Rare sehr, sehr anfällig für Silvering waren. Obwohl ich eigentlich so vom Anschauen her der Meinung bin, dass der Print eigentlich recht gut ist und auch die Folie recht hochwertig. Keine Ahnung, woran das dann letztendlich lag. Dann natürlich ganz modern, ne? Plunder Patrol, man kennt es, das Lys-Schiff aus Eternity Code. Sehr coole Geschichte, müssten glaube ich auch 4 Stück sein hier drin, keine Ahnung, was die gerade geht. Die war auf jeden Fall wirklich sehr, sehr billig, als ich sie eingekauft habe. Ich habe die auch in rauen Mengen, irgendwie 10, 12 Stück, aber die meisten sind noch nicht in Magnethaltern. Ich habe erst 4 Stück in Magnethaltern und ja, ist auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte, ist so, dass Thema der Neuzeit, habe ich so das Gefühl, genauso wie diese komischen Tropfenviecher, wie die da heißen, sind glaube ich irgendwie Fusion Forces oder so rausgekommen oder ein Fist of the Gadget, keine Ahnung. Ihr wisst glaube ich schon, welche meine, so Steini und wie die alle heißen, auch so Thun-mäßig unterwegs. Gibt tatsächlich einige Karten, die mich sehr an das Ganze erinnern. Dann haben wir hier zweimal, oder habe ich die noch öfter da drin? Ne, tatsächlich nur zweimal. Den Hungergift-Fusionsdrachen aus Invasion Vengeance, die Coverkarte. Der ist glaube ich ein bisschen teurer. Ich glaube, der geht so 10, 15 Euro wahrscheinlich aktuell gerade. Sehr coole Karte, war auch mal wirklich gar nichts wert. Hat auch mittlerweile unzählige Reprints. Ich glaube sogar in Kamen oder so ist mittlerweile einer dabei. Oder zumindest in Rare oder irgendwie sowas. Schade, das ist eigentlich eine Karte, die so eher für High-Rare-Sachen optisch, sage ich jetzt mal, ausgelegt ist. Rare ist jetzt ehrlich gesagt nichts, was die Karte großartig wirken lässt, sage ich mal. Das ist einfach ein protziges, großes Monster. Braucht eine protzige, große Rarität. Trotzdem sehr schön und ihr seht, jetzt sind wir hier auf einmal bei Fusionsmonstern und kommen jetzt hier wieder zu normaleren Sachen. Jetzt
kommen hier so ein paar Einzelkarten, zum Beispiel Sternenvasal Seifert, eine der schönsten Karten aus Chaos Impact, wie ich finde, wunderschöner Drache, also da haben sie sich mal wieder selbst übertroffen, ne? Vom Design her, wie auch in der Farbgebung, war vom Preis her auch relativ hoch, wie viel er aktuell wert ist, weiß ich allerdings nicht, das werdet ihr aber alles in der Videobeschreibung, nicht im Videotitel sehen, weil ich werde das natürlich nach dem Video ausrechnen. Dann haben wir hier einen Gizmek Orochi, der Schlangotron Himmelsschlitzer, ja, die Gizmek-Karten zeichnen sich ja häufig durch ihre langen Namen aus, war eine Rising Rampage Secret Rare. Rising Rampage war ja ohnehin ein sehr geschichtsträchtiges Set, nur mit der Einführung einer neuen Rarität. Und darüber hinaus auch das einzige Set, das nur 4 Starlight Rares hat statt 5. Dann haben wir hier Albtraum Ritterin Beschädigerin Ibli. War, glaube ich, früher mal was wert. Ich habe hier auch nicht sortiert nach First und dann First, werde ich auch noch machen, aber das dauert alles noch. So, das ist jetzt mal so eine grobe Vorsortierung. Ich bin jetzt froh, dass ich hier mal so ein Ding fertig habe. Ne? Auf jeden Fall sehr coole Geschichte. Sieht sehr schön aus. Ich finde die Albtraumritter sowieso mega cool. Wobei ich mich wirklich sehr ärgere über die Qualität der Super Rares. Albtraumritter Phoenix habe ich locker schon 50, 60 Stück verkauft, weil sie alle so Mini-Silvering haben. Das regt mich schon ein bisschen auf. Dann haben wir hier Cosmo Dunkelplanet aus Shining Victory. Ja, einer der Cosmo-Karten, die mir optisch schon ein bisschen besser gefallen. Ich mag ja nicht alle Cosmo-Karten, so Dark Destroyer und so gefallen mir einfach nicht vom Artwork her. Aber der gefällt mir sehr gut. Dann das Rettungsfrettchen. Als Code of the Duelist neu war tatsächlich, war das eine sehr begehrte Karte. Mittlerweile auch im niedrigen Euro-Bereich angesiedelt. Und naja, Code of the Duelist hat einen schlechten Print. So Firewall Dragons und so meistens immer Silvering an der Seite. Also minimales. Es ist ein wirklich minimales Silvering, aber trotzdem problematisch fürs Sammeln, wenn man wirklich auf die Zustände achtet. Dann haben wir hier zweimal, glaube ich sogar, Nixon-Rüstung, Abyss Lead. Na, einen legen wir mal weg. Das ist schon wieder eine etwas teure Karte, meines Wissens nach, aus Cosmo Blazer. Kostet, glaube ich, schon ein paar Euro. Ich schätze mal so 30 Euro müsste die schon gehen, in etwa. Das ist jetzt nur eine Schätzung. Kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber sehr schön, dieses ganze Nixon-Rüstung-Thema ist ohnehin ziemlich expensive und ziemlich schön, finde ich, so vom Artwork her. Es hat mal so ein Seeschlangen-Thema, das wirklich, ich sag mal, optisch auch groß was hermacht. Ne? Also es gibt sehr schöne Seeschlangenmonster, aber es gibt halt auch viele, die wirklich nach nichts aussehen. Dann haben wir hier zweimal Testalos, der Megamonarch aus Primal Origin, beide First Edition. Auch sehr schöne Karten, tatsächlich sehr gut vom Zustand her. Ich glaube, hier ein bisschen Mini-Silvering erkennen zu können, bin mir aber nicht sicher. Muss ich mal nach dem Video gucken. Es kann immer mal sein, dass mir auch was durch meine Hände gleitet. So vom Grading her, weil ich habe halt schon am Tag ziemlich viele Karten in der Hand, sagen wir es mal so. Dann müsste jetzt als nächstes genau Riser, der Megamonarch, kommen. Aus Duelist Alliance, eine sehr schöne Secret Rare auch. Hat auch unglaublich was hergemacht vom Artwork. Wirklich coole Geschichte. Schaue ich mir immer wieder gerne an. Also ich mag die Megamonarchen sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Ist natürlich wieder sowas, was so den Oldschool, sage ich mal, wieder so ein bisschen auslutscht. So ein bisschen missbraucht, sage ich mal, so, um auf die Welle aufzuspringen und Support und so weiter. Ah, trotzdem ganz cool. Dann hier die damalige Chase-Karte aus Eternity Code. Ich glaube, eine von den beiden haben wir sogar selber gezogen. Nämlich Girsu, der Orcus Mekrit. Das sind übrigens meine einzigen beiden. Ne? Mehr habe ich davon noch nicht, weil ich glaube, ich habe mir die nie wirklich bewusst dran gekauft. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich den zweiten her habe, ob ich den nicht auch selber gezogen habe oder ob ich den irgendwie in der Sammlung hatte oder so. Aber ich glaube nicht, dass ich mir den wirklich einzeln dran gekauft habe, kann ich mir nicht vorstellen. Weil in der Regel bin ich am Anfang immer so ein bisschen zu geizig, so viel Geld für die teuren Secrets auszugeben, weil ich immer der Meinung bin, die werden dann eh in der Megatinge reprintet und dann sinkt der Preis und dann kann man sie sich holen. Natürlich ausgenommen die Starlight Rares. Trotzdem cool. Schauen wir, was haben wir noch? Genau, Gefallener von Albas. Da hatte ich mir mal, ich glaube, so ein Core oder so gekauft, wo die dabei waren. Das sei wohl alles Niermint gewesen, kann ich so nicht bestätigen. Also, ja, das war halt Spieler-Niermint, aber halt nicht Sammler-Niermint. Trotzdem sehr coole Karte. Ich finde das Thema cool, beziehungsweise die Karte sehr, sehr schön, sehr, sehr edgy, muss ich sagen. Ja, sieht halt aus wie so ein Anime-Bösewicht. So ist es nicht Yu-Gi-Oh! Typisch, sage ich mal, aber sieht trotzdem cool aus. Sind übrigens auch meine ersten beiden, also davon habe ich auch noch nicht mehr. Ja, Hausi lässt die Hosen runter. Dann Psyraser, davon habe ich eigentlich auch extrem viele. Ich habe hier bloß zwei Stück in
Magnethaltern aktuell. Die anderen schlummern noch im Ordner. Ja, ich finde, die sind eigentlich ganz cool. Ich fand das Psi-Thema schon immer schön. Auch schon aufgrund allein ihrer giftgrünen Färbung. Ich mag ja dieses Giftgrüne irgendwie sehr und das macht das Ganze besonders und irgendwie gibt das dem Ganzen auch einen sehr, sehr starken Wiedererkennungswert und keine Ahnung, ich feiere das Thema einfach unglaublich. Egal um welche Karte es geht. Es gibt, glaube ich, keine Psi-Karte, die mir nicht gefällt und die gefällt mir eben auch sehr gut. War, glaube ich, mal sehr teuer. Mittlerweile nicht mehr so wirklich. Dann, oh ja, haben wir hier viermal den Chaos Drache Levianier. Ich glaube hier einen in Unlimited. Den tun wir mal weg. Mit einer der schönsten Karten der Neuzeit. Ne? Wirklich unglaublich toll gemacht. Da kann man gar nichts gegen sagen. Also hier echte Konkurrenz für den Chaos Imperator Drachen. Und ich muss sagen, stößt den Chaos Imperator Drachen leider. Tut mir leid, ich muss den Oldschool-Fans das Herz brechen vom Thron. Ja, also gefällt mir besser als Chaos Imperator Drachen. Ich bin ein Kind der alten Zeit. Also wenn ich das mal sage, dann heißt das was. Ich habe die Retro-Brille schon vor langem abgesetzt und bin offen für Neues. Und hier muss ich ganz klar sagen, vor allen Dingen die Ultimate-Rare-Version, aber auch die Secret-Rare-Version schlägt den Chaos Imperator Drachen um Legen. Allerdings auch nur das Original-Artwork, nicht das Alternative. Das Alternative ist nicht so gut. So, und da haben wir halt nochmal zwei. Ich glaube, ich habe nochmal irgendwo drei oder vier Stück liegen. Von dem habe ich schon ein paar, aber die habe ich halt noch nicht im Magnethalter gepackt. So, jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen teurer. Ne, noch nicht ganz, wobei ich glaube, die gehen auch ein paar Euro. Geistertrauernde und Mondeskälte, ich glaube, das war jetzt die letzte von denen, die rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch Support von denen kommt. Ich finde, die könnten die Reihe jetzt schon mal abschließen. Ne? Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das halt so eine 6er-Reihe oder eine 3er-Reihe oder so geworden wäre. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es 7. Bin mir gar nicht sicher, gibt es 7. Hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gesagt. Naja, wie auch immer. Da habe ich, glaube ich, auch 3 Stück hier. Von den Secret Rares hatte ich mir nicht so wirklich viele rangeholt. Ne, sogar 4. Weil ich mich hier mehr auf die Starlight Rares von der konzentriert habe. Da habe ich mir ein paar rangeholt. Ich glaube 5 oder so. Sehr schöne Karte, auf jeden Fall auch ein wunderschönes Artwork, gehört auch mit zu meinen Favoriten von den Geistermädchen. Wirklich ganz großes Kino. Also die Geistermädchen gefallen mir sowieso alle ganz gut. Wisst ihr, welche mir am wenigsten gefällt? Richtig, Geisteroger und Schneehase, der eigentliche Klassiker. Ich glaube, das war die erste, die man so schwer herbekommt im guten Zustand. Aber ja, die gefällt mir tatsächlich am wenigsten. Genau, dann haben wir hier nochmal eine Geisterschwester und gruseliger Hartriegel. Das mit die billigste, ich glaube, nebst der Kirschblüte. Aber die war ja, glaube ich, noch nie teuer. Ne? Die war, glaube ich, bei 10 Euro irgendwie im Vorverkauf oder 15. Und dann runter auf 2-3 Euro. Ne? Sieht aber trotzdem sehr, sehr schön aus. Ist ja bei uns zensiert. Ne? Aber wir haben sie ja, glaube ich, auch schon in den Lost Arts bekommen. So, dann haben wir hier natürlich die teuerste und beliebteste von allen aus Maximum Crisis. Und da habe ich ein bisschen aufgefahren, denn das, was ihr hier seht, sind alles Ash Blossoms. Ich habe, glaube ich, insgesamt 12 Stück. Ein paar sind noch nicht in Magnethaltern. Ich glaube, das war eine Ami. Die habe ich alle vom lieben Chris. Der hat nämlich Ash Blossoms gesammelt und hat mir immer mal wieder ein Playset abgetreten. Ne? Also hier haben wir lauter Ash Blossoms. Geht ja mittlerweile 70 Euro das Stück. Da habe ich ein bisschen Plus gemacht, sage ich mal. Ich habe damals so 45 Euro das Stück bezahlt. Ich glaube, die müssten auch bis auf die hier, glaube ich, müssten die alle First sein. Oder nee, 2 waren es, glaube ich, die Unlimited sind. Der Rest war, genau, die hier ist auch noch Unlimited, aber der Rest ist First. Also, 45 bezahlt mittlerweile, sind sie ja bei 70 oder ist sie bei 70. Und ja, was soll ich sagen, war ein guter Deal. So, wir kommen zur zweiten Seite. Genau, aber um nochmal am letzten Thema anzuknüpfen. Ich habe aber auch ziemlich Minus gemacht. Ich habe insgesamt, glaube ich, 18 Winterkirschblüten. Und mindestens die Hälfte habe ich mir zu dem Zeitpunkt gekauft, dass sie 40 Euro ging. Jetzt geht sie 2-3 Euro, also naja. Brauche ich, glaube ich, nicht weiter kommentieren, aber darum geht es ja im Prinzip auch gar nicht. So, wir haben jetzt hier insgesamt, glaube ich, 3 Tornado-Drachen. Der hier ist Unlimited. Ich glaube, die anderen beiden sind First gewesen aus Maximum Crisis. Maximum Crisis hatte auch ein extremes Silvering-Problem. Allerdings bei den Ultra- und Super-Rares, die Secret-Rares gingen meines Wissens nach, glaube ich. Anders als bei Flames of Destructions, da waren die Secret-Rares auch für den Arsch. Aber sehr cool, Tornado-Drache ist eine richtig, richtig epische Karte, wie ich finde. Auch allein schon wegen den kleinen Gimmicks, die man hier so sieht. Der Esstisch, die Kuh, das Buch, der Apfel. Sehr, sehr, sehr cool. Ich mag Karten, die auf der einen Seite minimalistisch sind, wie eben der Tornado-Drache, aber auf der anderen Seite genug Detail bieten, um das genauere Betrachten der Karte, sage ich mal, interessant zu gestalten. Dann haben wir Zodiac Breitbulle.
der ja auch mal ziemlich teuer war. Wie viel der aktuell geht, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe auch gerade einen von denen zur Abgabe wegen Mini-Silver-Ring, den habe ich aussortieren müssen. Genau, sehr schön. Ich mag ja auch das Zutec-Thema bei Spielern natürlich sehr verhasst, aber ich persönlich mag das Thema natürlich rein optisch. Mit Spielen habe ich ja nichts zu tun. Aber soweit ich weiß, hat das Thema die Leute doch ziemlich geärgert. Kann ich natürlich verstehen, dass die dann die Karten nicht mehr so wirklich sehen können. Denn habe ich hier zweimal Call of the Duelist Firewall Dragon. Natürlich das ikonischste Monster aus der Link-Zeit. Im ersten Set erschienen sozusagen der Blue Eyes der Reigns-Ära. War ja auch nebst dem Decode Talker das Ace-Monster vom guten, keine Ahnung wie er hieß. hat er, glaube ich, auch hier die Stats, zumindest die ATK-Werte der üblichen Ace-Monster der Hauptprotagonisten. Sehr schöne Karte, auf jeden Fall gibt es ja mittlerweile auch als Alti und Ghost Rare. Ne, aber ich finde, die Secret ist halt einfach am klassischsten. Genau, dann haben wir hier einmal den Mech-Ritter des Morgensterns aus Cybernetic Horizon. Cybernetic Horizon hat zum Beispiel von der Print-Quali wieder durchweg überzeugt. Kein Silver Ring, kein gar nichts. Auch die Super- und Ultra-Rares waren eigentlich immer sehr, sehr gut. So natürlich auch der hier, First Edition, Wert, keine Ahnung, na, also bin ich absolut raus. Na, ich habe 50 Tage mich nicht so wirklich mit Yu-Gi-Oh! Beschäftigt. Dann hier aus Extreme Force, auch ein Set, das sehr schlecht von der Print-Quali war. Saruya Schädelschrecken, tatsächlich die, die Price-Card sozusagen, also die Money-Card aus Extreme Force gewesen. Damals, glaube ich, auch bei 40 Euro gelegen, whatever, jetzt auch wieder irgendwie 3, 4, 5 Euro. Auch ziemlich schwer ohne Silvering zu finden. Hier haben wir zwei Exemplare. Ich weiß gar nicht, die ist, glaube ich, auch im Megapack geprintet worden, wenn mich nicht alles täuscht. Hat natürlich den Wert dann auch nochmal gesenkt, aber auch ein absolut wunderschönes Stück. Schaut euch mal das Artwork an. Ich finde wirklich, hier hat Konami sich selbst übertroffen und mal wieder so ein bisschen das Retro-mäßige rausgebracht, sage ich mal. So dieses Feeling zumindest, klar, sehr, sehr overdesigned, wenn man es jetzt mit dem alten vergleichen möchte. Klar, auch die Art des Zeichnens ist eine andere, nicht mehr so minimalistisch, aber so vom Feeling her definitiv Oldschool. Also es transportiert Oldschool-Vibes, meiner Meinung nach. Ja, dann was haben wir noch? Ich mache Spitzel. So, dreimal Topologic Trish Banner. Ich glaube, der kostet auch so ungefähr ein Zehner, wenn mich nicht alles täuscht. 10, 15 Euro vielleicht. Einfach dieses Topologic-Thema auch ziemlich cool. Ist natürlich Cybers, ist natürlich modern, transportiert nicht wirklich diesen alten Yugi-Hype, aber man kann sich auch nicht immer aufs Alte berufen, man muss auch mal Neues zulassen. Und ich finde, die Farbgebung ist halt hier wunderschön. Dieses Giftgrün mit diesem dunkel-schwarz-violetten Hintergrund, also es passt einfach unglaublich gut. Natürlich hier Flames of Destruction Print Quali, absolute Grütze. Also natürlich nicht von der Oberfläche, das sieht ja immer gleich aus, aber so von der Anfälligkeit für Beschädigungen. Mini-Silvering ist hier an der Tagesordnung, deswegen musste ich von denen auch schon ein paar aussortieren. Ich hatte locker schon 10, 20 Stück von denen da und ich habe jetzt insgesamt vielleicht 7 oder 8 Stück behalten. Die anderen musste ich alle aussortieren. So, dann gucken wir mal weiter. Was haben wir noch? Oh, hier haben wir jetzt wahrscheinlich mehr. Genau. Wow, das ist richtig viel. Da haben wir hier zwei Playsets einer Karte, die ich wirklich, wirklich wunderschön finde. Und zwar ist das der Unchained Soul Anguish. Ein absolutes Meisterwerk, wie ich finde, vom Artwork her. Dieses Rot, dieses Blut- und Weinrote im Kontrast zu dem blauen Background und natürlich auch dem blauen Kartenlayout. Also hier hat man wirklich ins Schwarze getroffen mit dem Design und dann natürlich noch die goldenen Zierelemente. Ne? Also wahnsinnig gut gemacht. Eine meiner Lieblingskarten von Unchained. Wirklich, also zum Dahinschmelzen. Ich habe damals Chaos Impact Booster aufgemacht, nur um diese Karte zu ziehen, weil ich sie ziehen wollte. Ja, ich hätte es mir einfach kaufen können. Habe ich auch teilweise gemacht, aber ich habe halt auch 2, 3 Stück gezogen. Und sehr, sehr cool. Also wirklich unglaublich schöne Karte. Wert, glaube ich, keiner vorhanden. Vielleicht 1 Euro, vielleicht 2, wenn man Glück hat. Und jetzt kommen wir zu, ach, dem Boy hier. Das wird auch wieder witzig. Also wir haben hier Wendschrecken Chimäre. Ihr wisst, ich bin großer Wendschrecken-Fan. Auch wieder Oldschool Yugi-Vibe. Einfach großartig. Vom Design her ist jetzt hier ein Ritualmonster, also quasi mein Lieblings-Archetype. So, was sage ich, Archetype? Meine Lieblingsbeschwörungsart, so von der Optik her. Ich finde das einfach schön, dieses sanfte, helle Blau. Untermalt auch so dieses Gruselige von dem Artwork. Da habe ich aber tatsächlich, ich glaube, 8 Stück. 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8 Stück waren es gewesen insgesamt. Na, ist aber auch nichts wert. Aber sieht halt unglaublich cool aus. Kann man sich schön Binder voll machen, kann man sich schön die Magnethalter packen. Ist einfach was fürs Auge. Auch wenn man bei der Chimäre wirklich sagen muss, die ist schon stark überdesignt. Ne? Also da gibt es natürlich schönere Vertreter dieses Archetypes. Dann kommen wir wohl zu den Synchro-Monstern. Dann haben wir hier die damalige Money Card von Shining Victory, den guten Kristallflügel-Synchro-Drache, der ja sogar ein Secret-Reprint in Battles of Legends hatte. Selbst da ging er dann, glaube ich, am Anfang ein paar Euro. Hat sich natürlich dadurch unterschieden, dass halt auch die Sterne das Attribut geschildert haben. Da es halt ein sehr moderner moderner Reprint war. Sehr cool auf jeden Fall, relativ ikonische Karte, jetzt natürlich auch mit Ghost Rare Print, wer hätte es gedacht. Im OCG gibt es den schon lange als Ghost Rare, nämlich aus Shining Victories, da habe ich ihn auch. Unsere TCG-Variante habe ich noch nicht. Ich habe erst eine einzige Ghost Rare tatsächlich aus Ghost from the Past und das ist ein Firewall Dragon. Also ich glaube, die, wo am wenigsten wert ist. Genau, dann haben wir hier viermal den hohen Nirvana Paladin. Interessant an der Karte ist, dass sie sehr, sehr, sehr lange der einzige Synchro-Pendel-Monster-Print war. Also mittlerweile gibt es, glaube ich, mehr, aber es gibt im Allgemeinen noch recht wenige, glaube ich. Und sie war sehr, sehr lange Zeit wirklich die allereinzigste. Ne? Ging auch mal eine Weile ein bisschen was, klar. Ist auch nett anzugucken. Es gibt schönere Karten, ne? Gar keine Frage. Ich finde, das Artwork ist jetzt nicht ikonisch. Kein ikonisches Hexer-Artwork, aber trotzdem irgendwie eine ikonische Karte, so im Allgemeinen einfach. Ne? Ist einfach ein Stück Geschichte, die Karte. Finde ich cool, nehme ich mit. Habe ich auch noch ein paar in meinem Ordner. Ja, jetzt habe ich hier gespoilert. Böses Fi-Fi. So, dann habe ich hier mein Lieblingsdrachenmädchen, nämlich das Kammerdrachenmädchen jetzt. Ja. 40 Euro, glaube ich, aktuell im Wert. Ja, habe mich damals nicht so wirklich auf die Starlight konzentriert. Starlight habe ich, glaube ich, erst eine von denen. Aber ich fand die Secret auch wunderschön. Auch hier wieder schwarz und giftgrün. Das ist so eine Kombi, die ich ganz, ganz gerne mag. Deswegen feiere ich auch Exile Necros so sehr. Wirklich schöne Karten. Ziemlich spielbar offensichtlich. Und Eternity Code ist wieder super vom Print her. Also so nach der Vrains-Ära ist eigentlich jedes Set durchgängig. Also wie das Main-Set von der Print-Quali her gut. Natürlich vielleicht mal durch die Stanze oder so, dass da was beschädigt wurde. Aber ich rede jetzt hier tatsächlich nur vom Foiling, also vom Print selber. So wie Silvering und so findet man aktuell nicht mehr. Finde ich auch ehrlich gesagt ganz gut so. Dann, was haben wir noch? Nee, genau, dreimal hier Gnu-Material. War auch mal ziemlich teuer. Ich glaube, einen First, die hier, die anderen beiden Unlimited, den aktuellen Wert kann ich nicht bestimmen, aber ich finde die Karte halt sehr, sehr ulkig. Wirklich schön, die Karte. Mit diesem pinken Kontrast zum Rest. Also es ist wirklich cool gemacht. Das ist auch so eine Karte, die finde ich irgendwie einfach lustig. So lustig und irgendwie auch cute. Keine Ahnung. Sie gefällt mir einfach. Also Stark Newstorm, das ist auch so eine Secret, die hätte ich gern gezogen. Ich habe zwei Displays damals gekauft, habe sie leider nicht bekommen. Habe dann aber auch kein wirkliches Augenmerk drauf gehabt, die zu kaufen. Deswegen habe ich tatsächlich erst diese drei, die wir hier sehen. Ich habe mir auch demnächst auf jeden Fall mindestens nochmal zwei Playsets davon ranholen und dann natürlich auch hoffentlich in First und dann nochmal zusätzlich einen Unlimited, damit ich auch das Unlimited Playset voll habe. Ja, wir neigen uns langsam dem Ende zu. Dann haben wir hier noch eine coole Karte, die, glaube ich, auch ein bisschen was wert ist, nämlich tierverzierter Archosaurier. Sehr, sehr schöne Karte tatsächlich. Ja, also das ist auch wieder so eine Karte, da haben sie sich im Design und auch in der Raritätenwahl selbst übertroffen. Ich nehme mal an, aufgrund ihrer Spielstärke hat sie, oder ihrer angenommenen Spielstärke, sage ich mal, hat sie den Secret Rare Print oder den Secret Rare Slot bekommen. Finde ich aber auch optisch sehr gut, ne? Also ich finde es auch gut, dass hier alles glitzert. Ich bemängel es ja gerne mal, dass bei modernen Karten keine Varianz mehr im Foiling herrscht. Also es ist eigentlich immer der Hintergrund, der glitzert und das meiste vom Monster auch, bis auf vielleicht das ein oder andere Rüstungselement. Früher war es so, dass es auch mal nur das Monster war, das geglitzert hat und der Hintergrund war Kamen oder so. So diese Varianz, die fehlt mir heutzutage. Aber hier ist es tatsächlich so, dass es sehr, sehr gut aussieht, dass hier alles glitzert. Also es strahlt einem regelrecht entgegen, als wären das wirklich echte Edelsteine. Und das sieht einfach auch mit diesem Türkisblau und diesem Meerblau, das sieht einfach wunderschön aus. Also hier haben sie sich auch wieder sehr übertroffen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, moderne Karten sind nicht so schlecht, wie immer nachgesagt wird vom Auto. Okay. Klar, es ist kein Oldschool-Feeling bei, aber trotzdem. Dann haben wir das Unterterror-Thema. Da haben wir auch nochmal drei Stück vom Erzfeind Bogenschützin. Die war, glaube ich, auch mal ein bisschen teurer. Aus Invasion Vengeance. War ein cooles Thema.
gibt viele schöne Karten zu dem Thema. Aber gehört jetzt definitiv nicht zu meinem Lieblingsthema. Aber das ist mal wieder so, ich sag mal, so ein Thema, wo auch weibliche Monster dabei sind, wo ich nicht das Gefühl habe, dass das einfach bloß ein Mädchen ist, das cosplayt. So wie bei den Fruchtmagier-Mädchen ist es, und dass das halt wirklich, sieht halt wirklich aus wie ein Monster. Also, oder wie zumindest eine starke Kriegerin, so eine Elfenkriegerin oder so. Das ist cool, das ist vertretbar, genauso wie die Drachenmädchen, die sehen auch cool aus. Aber es gibt halt auch sehr viele weibliche Monster in letzter Zeit, die halt einfach nur zu harmlos aussehen, um wirklich als Monster bezeichnet zu werden. Hier wird natürlich auch so der weibliche Markt abgefischt, ist natürlich klar aus betriebswirtschaftlicher Sicht, aber ja, so vom Feeling her habe ich manchmal das Gefühl, dass es halt nicht ganz zu Yu-Gi-Oh! Passt. Und zu guter Letzt haben wir noch hier eine einzelne Karte, die habe ich jetzt letztens selber gezogen. Aus Lightning Overdrive, Vergnügungsverwalter, Arlecchino ist, glaube ich, auch nicht die schlechteste Secret. Gehört, glaube ich, unter den Top 3 oder unter den Top 4 der teuersten Secret Rares gewesen, zumindest zu dem Zeitpunkt. Also scheint nicht so schlecht zu sein. Und damit wären wir auch wieder am Ende. Ja, meine Freunde, ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in diese Box hier gefallen. Ich bin selber gespannt, wie viel das Ganze eigentlich wert ist. Das steht dann im Videotitel. Genau, es wird sich hier auch noch ein bisschen was verändern. Natürlich, wenn ich dann mehr Kopien drin habe in Magnethaltern, werden die natürlich hier dazu ergänzt. Und was anderes fliegt natürlich dafür raus, weil der Platz wird da drin nicht mehr. Ich werde das Ganze auch noch First und Unfirst sortieren irgendwann. Es wird dann auch nach Beschwörungsart clean. Und auch nach Ära. Ne? Also ihr werdet dann am Ende keinen Regenbogen-Kuribu mehr bei den anderen Karten finden. So, aber das dauert noch ein bisschen und bis es soweit ist, bleibt das die Box jetzt erstmal so, wie es ist. Wenn ich sie dann mal wieder umsortiert habe oder wir zu einem finalen Ergebnis gekommen sind, dann zeige ich es euch nochmal, dann machen wir da mal einen kleinen Vergleich. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.